Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zuallererst vielen lieben Dank erstmal für das ganze positive Feedback auf das Video von gestern auf den Free-to-Play-Guide. Der kam sehr gut bei euch an, sehr viele coole Kommentare, die gesagt haben, es hat ihnen weitergeholfen und deswegen, ja, falls ihr es verpasst haben solltet und euch das Thema interessiert, könnt ihr gerne das Video von gestern nochmal anschauen. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, ansonsten befinden wir uns heute auf meinem Main mal wieder. Und ja, hier bin ich ganz kurz davor. Es dauert wirklich nicht mehr sehr lange, hier die 300.000 Intelligenz zu knacken. Das ist natürlich ein absolut riesengroßer Meilenstein. Und ich bin sehr, sehr gehypt darauf, dass wir das endlich erreichen. Und dann wird auch endlich die Ausdauer nachgezogen. Ich bin schon meines Erachtens nach viel zu squishy unterwegs, viel zu Glass Cannon-mäßig. Ich müsste schon längst ein bisschen mehr Leben am Start haben, aber ich wollte unbedingt jetzt erstmal die drei hier vorne zu stehen haben, ja, die 300k insgesamt und das sieht halt einfach cool aus, wenn du das schon in deinem Profil hast, so, ne. Danach wird die Ausdauer hochgezogen auf 200k mindestens, vielleicht sogar höher, ich weiß nicht, ob auf 250k ich gleich durchziehe, das wäre sehr, sehr lange, 100.000 nur in Ausdauer zu stecken als Magier, aber dann bin ich immer noch 50.000 vor in Intelligenz und ja, werde erstmal gucken. Ich werde mal schauen, wie ich es handhaben werde. Zumindest wird es jetzt erstmal safe auf 200k danach die Ausdauer hochgezogen. Das ist Ziel Nummer 1 und das ist auch das Mindeste. Ja, ansonsten bin ich hier gut dabei, meine gewonnenen Items vom legendären Dungeon nach und nach zu zerlegen. Jeden Tag immer ein bisschen. Und die ganzen Waffen warten noch auf mich, weil die ja auch 2 Zerlegpunkte kosten. Das dauert dann natürlich immer ein bisschen länger. Ne? Ansonsten, ja, in der neuen Gilde Celtic bin ich ja jetzt nun schon ein paar Tage drinne. Und ich muss sagen, ich bereue auf jeden Fall nicht, die Gilde gewechselt zu haben. Bei Flames of Destiny sind leider noch 2 weitere gelieft, was natürlich sehr schade ist. Ich hoffe mal, die fängt sich noch einigermaßen wieder. Das würde ich ihr sehr, sehr doll wünschen. Und ja, meine Wahl hat es auch im Nachhinein wirklich noch schwerer gemacht. Weil, ja, ich wusste es schon vorher, aber es haben tatsächlich auch Leute auf S31 hier wegen mir angefangen zu spielen und haben sich hochgespielt, um eines Tages mit mir dann mal in der Gilde zusammenspielen zu können. Das tut mir natürlich auch unglaublich leid, ja. Aber es ist halt eben, ich habe diese Entscheidung halt eben nicht für andere getroffen, sondern halt eben primär für mich. So, und ich bin halt sehr zufrieden mit meiner Entscheidung und trotzdem natürlich an die Leute, die das sehen, ja, es tut mir leid, vielleicht kreuzen sich nochmal irgendwo anders unsere Wege, aber auf der anderen Seite muss man halt eben sagen, da wo halt eben die Leute vielleicht ein Tränchen im Auge haben, haben eben auch ein paar Leute bei Celtic ein lachendes Tränchen, ja, ein Freudentränchen im Auge, weil halt eben auch ein paar Leute, ich auf ein paar Leute hier auch in der Gilde gestoßen bin, die das gefreut hat, sehr doll sogar, dass ich hier in der Gilde bin und deswegen ist das natürlich auch umso schöner, sag ich mal, dass man dann auch, ne, die einen freut es halt, die anderen leiden darunter, so, ich kann es nicht bewerten, ich halte mich da raus so, aber primär muss man halt eben das akzeptieren, dass ich halt eben die Entscheidung für mich und nicht für andere getroffen habe. So egoistisch muss man dann nun mal sein. Und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl in der Gilde hier. Ich wurde auch gut aufgenommen den ersten Tag, die ersten Tage. Und die Dynamik im Chat, sowohl im Gildenchat als auch so untereinander, so wie das Klima hier drin ist, macht auf den ersten Eindruck ein sehr aktives, harmonisches Gildenklima auf mich, wo so ein bisschen auch geneckt wird, wo so ein bisschen auch mal hier der ein oder andere Spaß auf Kosten anderer gemacht wird, was ich ja persönlich auch sehr feiere, muss ich sagen, so wenn man ein bisschen sich untereinander so spaßenshalber so hänselt, ist auch ganz cool. Wie auch hier tatsächlich, was auch sehr nice ist, in der Beschreibung steht, wird halt wirklich jeden Tag seit wohl 7 Jahren ein Morgensong in der Gilde gepostet, was auch irgendwo ein sehr geiles Ritual ist, wo ich jetzt auch von profitieren darf, sag ich mal, was halt irgendwie
ja, es verleiht der Gilde so einen gewissen Charme irgendwie. Und das ist halt, ja, sehr, sehr cool an der Stelle und freut mich auch sehr, dass ich hier halt eben auch jetzt Teil der Gilde bin. Ansonsten, ja, nicht, ja, was halt eben der größte Teil war, halt eben diese fehlende Aktivität. Und jetzt sogar wurde aus mir eigentlich chataktiven, faulen, ja, Gildenchat-Muffel, wurde sogar ein fleißiger Talker oder Chatter, sag ich mal, im Gildenchat, so weil man halt immer so ein bisschen hier und da, ja, ein bisschen sich untereinander schreibt. Das ist halt sehr erfrischend, sehr neu alles und das freut mich sehr, dass das hier auch so ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, wie es sein mag. Ansonsten, ja, das ist auf jeden Fall der Hauptgrund gewesen für den Wechsel, aber was halt eben auch noch sehr, sehr, und das darf man halt auch nicht unterschätzen, sehr, sehr nette Nebenaspekte sind, die man wirklich auch nicht aus dem Auge lassen darf, sind halt eben, ich habe zum allerersten Mal habe ich auf diesem Server die 1000 Ritterhallenpunkte, die hatte ich vorher in der alten Gilde nie gehabt. Es hat immer dran irgendwie gehapert, so wie Charlie, ja, in Two and a Half Men. Und ja, also man hat es nie wirklich voll bekommen. Das war immer ein Problem gewesen. Manche hatten es nicht ausgebaut. Manche waren über Stufe 400, 450 und hatten noch eine 16er Ritterhalle, wo ich mich fragte, Digga, was geht? Was geht, Alter? So, da muss man die anschreiben und dann reagiert auch keiner und jeder spielt so vor sich hin. Und ja, das ist halt eben das, was ich halt auch bemängelt habe. Und hier guckt euch das an, alle auf 20. Es ist eigentlich Voraussetzung, wenn man so lange spielt, aber halt war es halt eben nicht in der alten Gilde gewesen. Ja. Und was natürlich auch ein sehr großer Vorteil ist, ist halt eben die Hydra. Ne? Jetzt ist sie hier momentan auf 17, wird safe auf 18. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Deswegen ist sie jetzt ja, noch auf 17, wird aber dann auch schnell auf 18. Auf 18 ist so, glaube ich, der Durchschnitt momentan. Ich weiß nicht, ob die Gilde das hier schon mal geschafft hat, die 19-köpfige Hydra zu legen. Das weiß ich nicht. Falls da jemand zuschaut, kann er das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber das ist auch eben ein sehr großer Vorteil, den ich hier genieße, denn wenn wir mal in die Daily Quest schauen und wir haben das Glück, dass jetzt gerade Erfahrungsevent ist, dann sehen wir hier, dass mir auch einfach mal der Bonus hier 32,8 Millionen Erfahrung bringt. Und vorher, ja, ich weiß es gar nicht, wie viel es vorher war. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Zum XP-Event kann ich es jetzt nicht mehr sagen. Aber unter der normalen Alu ist es, glaube ich, also abseits vom Erfahrungsevent, bekomme ich hier so zwischen 17 und 18 Millionen pro Tag. Und ich glaube, bei meiner alten Gilde hatte ich zwischen 11 und 13 oder so. Irgendwie so in diesem Spielraum hatte sich damals die Erfahrung aufgesplittet. Und das ist natürlich halt auch ein sehr großer Vorteil für meinen Charakter. Ab Stufe 632 ist es sowieso egal, weil ja, bis zu dem Zeitpunkt produziert man dann nicht mehr Gold oder beziehungsweise bis die Goldgrube vollgelaufen ist, verrinnt nicht weniger Zeit, weil umso höher ihr ein Level seid, umso schneller produziert die Goldgrube. Das heißt, umso schneller ist sie voll und ab 632 passiert das dann nicht mehr. Ne, dann habt ihr quasi hier auch das Cap erreicht und dann ist es quasi egal, welches Level ihr seid. Ne, aber bis dahin ist es halt auch eben noch ein sehr guter Vorteil, sag ich mal. Ne? Und ja, ist natürlich auch immer noch ausbaufähig, ne? Aber es ist definitiv die beste Hydra, denke ich mal, auf dem Server hier. Und ja, wenn wir jetzt mal hier zum Battlemage schauen, dann sehen wir hier, dass wir hier bei der 18-köpfigen sind und hier ist halt auch gerade der Tag angebrochen. Und ich weiß nicht, ob wir hier schon mal die 19er hatten, aber hier sind wir ja als Gilde halt auch unglaublich stark. Und weil ich halt hier vom Level her noch nicht ganz so hoch bin wie auf meinem Main, hier bin ich erst 562. Hier bekomme ich natürlich auch 37,3 Millionen Erfahrung. Nun, was mir gerade auffällt, hier haben wir noch den Hydra-Bonus. Wurde mir der überhaupt hier angezeigt? Nee. Ist das so ein neues Backend-Fehler-Ding oder was? Oder wurde, ja, weiß ich nicht, wird das überhaupt mitgezählt hier?
Weil auf dem Server hier, ne, da ist ja noch das alte Backend, hier haben wir noch den Hydra-Bonus von 425, der wird hier jetzt gar nicht angezeigt, komischerweise. Und hier haben wir 32,8 und hier haben wir 37. Ich meine, hier ist auch die Hydra-Einkauf stärker und vom Level her bin ich noch niedriger. Das könnte sein, dass das die Erfahrung hier zwischen den zwei Quests ausmacht, aber hier wird mir gar nicht der Hydra-Bonus angezeigt, weil das wären ja dann hier auf dem Account nochmal 400% mehr. Das weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch irgendwie den Fehler habt, falls ihr auf dem neuen Backend spielen solltet und die Hydra eventuell nicht angezeigt wird, aber hier wird gar nicht Hydra angezeigt. Ja, das ist ja ein bisschen kurios. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich euch so ein bisschen meine ersten Tage bzw. meine Aufnahme in der neuen Gilde mal vorstellen und wie es hier so läuft und ja, ob mir das gefällt, weil ich auch schon ein paar Mal gefragt worden bin, ob ich es bereue oder so oder ja, wie gesagt, ob ich damit zufrieden bin, ob ich mich hier wohlfühle und definitiv kann ich euch sagen, ja, alles richtig gemacht, ne? Gut, Leute, das auf jeden Fall dazu. Kleines Update von mir, von meinem Main-Server. Das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.